Ich gehe davon aus, dass dieser Reaktor die primäre Energiequelle der Anlage war. Nimm keinen Schrott mit. Wir haben Besucher. Vadik, davon hast du mir gar nichts erzählt. Wir haben Besucher. Willkommen. Meins ist auch deins. Nein, es ist trotzdem meins, aber du weißt schon. Beeindruckend. Wie hast du... Du verdienst das letzte Artefakt nicht. Das Leben, das du führst. Du stiehlst, bist opportunistisch, lügst. Ein eingeschränktes Verständnis. Die Allheit gewinnt oder verliert man nicht. Du denkst, du hast ein Recht auf die Unendlichkeit? Du bist nichts! Wachen! Ich lasse mich nicht töten.
prüfen. Immer. Nach Waffen oder Munition. Die Suche nach den Artefakten endet immer hier. Los, Neuling. Komm schon. Du schaffst das. War kaum auf der Straße des Reisenden mit uns. So schnell darf keine weitere Seele ins Nichts. Nein. Nein. Ich trinke einen auf die pechschwarze See. Was zur... bei Kriegs Geist? Ist das ein Sternenbluttrick? Willst du mich verhöhnen, bevor du es noch schlimmer machst? Multiple Universen? Springst du etwa durch die Tore von Raum und Zeit? Keine Ahnung, ob du die Reflexion eines kaputten Gehirns bist. Aber ich verstehe, was du meinst. Tja, du Geist von der anderen Seite. Ich werde mir das mal durch den Kopf rollen lassen. Aber jetzt brauche ich ein bisschen Zeit. Ich habe jemanden verloren.
Schnapp dir, was nützlich ist. Lass den Rest da.
Türen strapazieren. Tja, das wird jetzt wohl nicht mehr gebraucht. Du bist weit gekommen, hätte ich mir denken können. Geschieht mir recht, ich war wohl nicht überzeugend genug. Hältst du jetzt eine große Rede? Dann lass mal hören. Ich bin entspannt. Ich wollte nur sehen, ob du mich überraschen kannst. Fehlanzeige. Ich soll auf eine bessere Zukunft hoffen. Steht meinen Verhandlungskünsten bei der Constellation in nichts nach. Vielleicht sollte ich kündigen. Du hast es geschafft. Das Artefakt gehört dir.
hast dich als würdig erwiesen. Die Allheit wartet. Wir kommen zwar aus anderen Universen, aber fühlt sich an wie in alten Zeiten. Hier, das sind alle meine Artefakte. Das Amilar auf dein Schiff und schaltest den Graf-Antrieb an. Der Rest geht automatisch. Du siehst die Herrlichkeit unseres Multiversums und deinen Platz darin und musst eine Entscheidung treffen. Mehr sage ich nicht. Verabschiede dich lieber von ihm. Nein, mein Platz ist in diesem Universum. Frage. Du könntest auch fragen, wann ist die Allheit? Oder warum existiert und wie funktioniert die Allheit wirklich? Sie hat keinen festen Platz in der Raumzeit. Du wirst... Naja, du wirst es besser verstehen, wenn du dort bist. Irgendwas Nützliches entdeckt. Stützen eingeholt. Dann mal los. Erreichen den Orbit.
hast es geschafft. Gefällt dir der Ausblick? Ich schaue sie mir gerne an. Die Unendlichkeit. Ein Gedanke. Kann man die Realität außerhalb von sich selbst je wirklich erfahren? Zeit und Raum werden durch eine Perspektive gefiltert. Wir beide sind Teil des großen Ganzen. Alle Punkte laufen hier zusammen. Wird ein Stern geboren oder stirbt er, schlägt seine Existenz durch das Herz dieses Orts. Die Allheit. Ich habe gesehen, was du warst, bist, hättest sein können. Glaubst du, ein gutes Leben geführt zu haben? Bereust du etwas? Gut. Diese Klarheit wirst du brauchen für das, was kommt. Um ein Sternenblut zu werden, musst du dem Universum ein letztes geben. Dich selbst. Der nicht greifbare Teil von dir, der dich in der Unendlichkeit einzigartig macht, wird wie eine Supernova explodieren. Während ein Teil von dir mit der Essenz dieses Universums verschmilzt, bleibt ein anderer auf ewig zurück. Verstehst du das? Du lässt dieses Universum zwar zurück, doch dieser letzte Schritt wird es auf ewig verändern. Nun gut. Gehe durch das Tor des Lichts und du wirst Stern geboren. Alles wird verschwinden und du an einem anderen Ort erwachen. Doch das ist nicht dein einziges mögliches Schicksal. Du könntest auch umkehren, dich entfernen von der Allheit, bis die Sterne verblassen und auf deinem Schiff erwachen, in deinem Universum, dein Leben weiterleben. Es hat mich gefreut, mit dir zu sprechen, mit euch allen, mit jeder Version, die gerade hier in der Allheit ist. Geht hinaus in die Sterne. Indes du den Schritt in Richtung Unendlichkeit erwägst, zeige ich dir, was mit dem Universum, das du vielleicht verlässt, geschehen wird, während sich deine Essenz durch Raum und Zeit verteilt. Das Tor des Lichts bringt dich in ein anderes Universum. Oder geh, bis die Sterne verblassen, zurück zu deinem Schiff. Vor dir liegt der Rand des Sternenmeers. Überschreite ihn und du kehrst in dein früheres Universum zurück. Kommst du zurück, werden wir auf dich warten. Du bist es. Ah, was sagt man dazu?